Willkommen zurück zum Let's Play Oblivion. Ich bin zu der Kaisubiki von der Probe, bla 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 bla, das übliche. Und bringen wir während eines Kampfes. Oh. Lass ihn in Ruhe. Ja. Schnell reisen können wir im Moment also nicht. Das ist doch doof. Mit Doppel O und ein F. Genau. Ja? 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 Was jetzt? Nein? Wie sieht's aus? Hey. Los, lass mich. Das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis ich schnell reisen darf. Wie viele Oblivion-Tore hier doch in der Nähe sind? Ups. Bin ich zu Fuß schneller, weil ich schneller springen kann als ein Pferd. Yay! Na komm! Oh, dann läuft ein Troll. Ja, du wirst mich wahrscheinlich nicht in Ruhe haben, ne? Dachte ich mir. Okay. Eigentlich wollte ich damit Feinde aus dem Weg gehen, aber es klappt ja nicht so, wie ich das will. Ich laufe nämlich eher in Feinde rein, als dass sie mir aus dem Weg gehen. Was? Du hast mich als Gegner gesehen? Klopf, klopf. Bitte lasst mich in Frieden. Okay. So klappt das doch irgendwie. Man muss nur wissen, wie. Und ich bin zu schwer belastet. Okay. Jetzt geht's wieder. Was ist? Sorry, falsche Person. Ihr seid zurück? Ich sagte, dass ich es bekommen werde. Ihr habt es geschafft. Ich kann auf euch zählen. Ja, ja, kannst du haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen großen Welkinstein sehen würde. So schön wie... Aber natürlich ist seine Schönheit nur eine Maske für seine tödliche Macht, so wie bei allem, was die Eileiden erschaffen haben. Jetzt brauchen wir nur noch den vierten Gegenstand und dann können wir endlich ein Portal zu Mankar Kamorans Reich öffnen.
Was ist der letzte Gegenstand? Ich hätte es schon viel früher erkennen sollen. Es ist das Gegenstück zum großen Welkindstein. Genau wie die ersten beiden, die entgegengesetzten Mächte der Dedra und der Göttlichen waren. Welkinsteine enthalten die konzentrierte... Dann brauchen wir also einen großen Siegelstein. Es wird euch nicht gefallen. Joffrey gefällt es nicht. Und der Gräfin von Brumath wird es sicherlich auch nicht gefallen. Große Siegelsteine dienen großen Toren als Verankerung. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte in Quatsch geöffnet hat. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte hier öffnen will, um Brumath zu zerstören. Ich habe euch gesagt, dass es euch nicht gefallen würde. Ich weiß, dass das Risiko groß ist. Ich war im Quatsch. Ich sah die fürchterliche Macht der dedrischen Belagerungsmaschine. Aber wir haben keine Wahl. Wir können das Amulett der Könige nur wieder erlangen, indem wir der mythischen Morgenröte die Ausführung ihres Angriffsplans auf Brumath erlauben. Mindestens wirst du hier sicher. Nein. Ich werde die Verteidigung Brumaths selber leiten. Wenn ich Kaiser sein soll, wird es Zeit, sich wie einer zu verhalten. Erinnert ihr euch an unser erstes Treffen in Quatsch? Ich sagte euch, dass ich nicht Teil des Plans der Götter sein wollte. Ich weiß immer noch nicht, ob es einen göttlichen Plan gibt. Aber mittlerweile bin ich der Ansicht, dass dies keine Rolle spielt. Was zählt ist, dass wir handeln, dass wir das Richtige tun, wenn wir dem Bösen gegenüberstehen. Das war es, was ihr in Quatsch getan habt. Nicht die Götter haben uns gerettet, ihr wart es. Nein. Habt ihr im Auftrag der Götter gehandelt? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Aber nun liegt es an mir zu handeln. Ja. Ist gut. Bitte, mein Freund, ich brauche eure Meinung, nicht euren Gehorsam. Ich werde mich euch erklären, damit ihr mich versteht und damit ihr es der Gräfin vermitteln könnt. Nein. Ich fürchte, dass ich bei ihr etwas mehr Überzeugungsarbeit werde leisten müssen als bei euch. Ja. Gut. Bittet sie mich in der Kapelle von Talos zu treffen, um Kriegsrat zu halten. Das scheint mir ein passender Ort für solche Verzweiflungspläne zu sein. Ja, aber erstmal gehe ich Level aufsteigen. Bin ich hier richtig? Gnädige Hello. Frau? Ja, lass mich schlafen. So. Stärke, Schnelligkeit und Geschicklichkeit. Ich bin nicht so schwer belastet. Du bist so schwer belastet. Hier bringt mir nichts. Außer Menge. Platz. Entnehmend. Reicht das? Warten wir mal. Oder schlafen wir schon mal? Ich hab nicht gemerkt, dass wir eigentlich zwei Level hoch sind, aber naja, Konstruktion kann auch nicht schaden. Gnädige Frau! Schrei mich nicht an! Was ist das? Gnädige Frau! So. Kannst du mir den Weg verraten? Ich hab mich wieder belaufen. Schon gut. Okay. Du passt hier aber gar nicht. Nein, wir finden das Brumath-Schloss. Genau, so funktioniert das. Ich hab mir immer noch nichts zu trinken geholt, fällt mir schon wieder auf. Ah, Mann, immer so spät. Aber mir fällt's auf. Seid gegrüßt, edle Dame. Seid gegrüßt. Was gibt es Neues vom Wolkenherrscher-Tempel? Okatotopik? Schlachtplan. Ein verzweifelter Plan, in der Tat. Dieser Prinz, Kaiser, Martin würde meine gesamte Stadt aufs Spiel setzen, um an einen großen Siegelstein zu gelangen? Doch. Ist das die einzige Möglichkeit, diese Invasion aus Oblivion zu stoppen?
Ja. Ich muss zugeben, ihr seid die erste Person, die von einem Sieg über diese Daedra spricht. Dieser Krieg erschien mir so aussichtslos. Aber was konnten wir schon tun, außer durchzuhalten und auf einen Helden zu warten, der uns retten würde? Und nun sieht es so aus, dass es doch einen Thronerben gibt, verborgen im Wolkenherrschertempel, und vielleicht auch einen Helden? Ihr weicht meiner Frage aus. Sehr gut. Denkt nicht, dass ich euch nicht glaube. Die Herrscher von Brumar haben schon lange mit dem Wolkenherrschertempel zu tun. Wir wissen, wem sie dienen. Ich werde Martin an der Kapelle treffen. Wenn alles bereit ist, werde ich meinen Männern befehlen, die Tore nicht mehr zu schließen und sich auf den Kampf einzustellen. Okay. Einmal kurz eine Stunde warten. Dann kann ich auch laufen. Hui. Hallo Burt. Hui. Wo ist denn hier die Kapelle? Ich glaube, ich habe sie gefunden. Uff. Na? Sobald ihr bereit für die Schlachtpläne. Wir müssen die Mythe nach den Plänen, die ihr diesen Spionen abgenommen habt, brauchen sie drei kleinere. Und durch das große Tor können sie da... Aber unsere einzige Hoffnung ist es, den großen Siegelstein zu bekommen, mit dem wir das Ritual abschließen können. Mhm. Okay. Gehabt euch wohl, mein Freund. Ich werde meine Miliz herausrufen, wenn es nötig... Lass uns den Kampf beginnen. So sei es. Brumars Schicksal liegt nun in den Händen der Götter. Und in den euren. Warum war ich? Ich hab nichts angestellt. Ich bin aus dem Was? Na gut, nicht ausgebrochen. Das ist so ein falsches... Nennen wir es... Rausgelaufen? Hui. Na, 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 na. Ich habe das Schlachtfeld erreicht und ein geöffnetes Oblivion-Tor vorgefunden. Nachdem alle drei offen sind, wird die mythische Morgenröte ein großes Tor öffnen. Dieses muss ich dann durchqueren, um seinen so großen Siegestein zu bergen. Okay. Reicht eine Stunde warten? Nicht? Ich warte einfach mal 7 Stunden. Martin und ich haben das Schlachtfeld erreicht. Ich muss Martin schützen, bis das große Tor offen wird. Genau. Martin kann sterben, sieht man ja hier. Soldaten von Cyrodiil, das, was wir heute tun, entscheidet darüber, ob das Kaiserreich steht oder nicht. Wollen wir zulassen, dass die Daedra Brumar das Gleiche antun, was sie Quatsch angetan haben? Wollen wir zulassen, dass sie unsere Häuser anzünden, unsere Familien ermorden? Ja. Nein, wir werden uns ihnen entgegenstellen. Heute, jetzt, für ganz Cyrodiil. Wir müssen standhalten, bis der Held von Quatsch ihr großes Tor zerstört hat. Wir müssen alles töten, was aus diesem Tor herauskommt. Soldaten von Cyrodiil, steht ihr zu mir? Nee. Cyrodiil! Hier kommt noch einer. Hier kommt noch einer. Hey. Hau euch alles zu drei. Das ist ein Wort, ne? Das zweite Oblivion-Tor hat sich geöffnet. Nachdem alle drei offen sind, wird die mythische Morgenröte ein großes Tor öffnen. Ich muss Martin schützen, bis sich das Bus öffnet. Dir geht's gut, ne? Weich ein.
Achtung! Hey, hinter dir. Oh, das dritte Tor öffnet sich gerade. Das dritte Tor hat sich geöffnet, die mythische Morgenröte wird bald ein großes Tor öffnen, ja, ja. Ich schätze ihn. Hau nicht alle aufs Maul. Das ist nicht die, die es ist. Hm. Sieht witzig aus. Hey. Hier. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, will ich nicht hier sein. Nein. Ich muss es sofort durchbringen. Okay. Tschüss, Leute. Das große, ja, da ist diese Maschine und wir gehen hier rein. Aua. Aua. Sieht nach das große aus. Wohin? Das Glott geht. Ich hätte echt mehr auf HPs gehen sollen. Ich hätte mir gerade recht auf. Bleib mal hier. Ich dachte, dein Schwert wäre nicht mit dem Fall. Gamora, Langschwert, ah, okay. Dann einmal noch hier rein. Und ich würde sagen, nach unten. Einfach alles ignorieren. Genau, einfach alles ignorieren. Nein, ja. Okay. Dann muss ich doch da lang. Gibt es hier einen Schalter? Okay, irgendwas mit 12 Minuten haben wir. Verbeugt euch vor mir. Oh. Auf die Knie, Feigling. Nee. Hui. Weltenbrecher? Obwohl, Weltenbrecher ist richtig, glaube ich. Ja, ja. Bin ich hier richtig?
Ja, das bin ich. Das Tor schließt sich noch. Genau. Nö. Das war ein Bogen. Na komm. Ziel den Halle oder Ziel den Halle. Da geht's nach oben. Okay, nach oben ist immer gut. 10 Minuten ist noch. Okay, ja, yeah, ja. Yeah. Na, 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 na. Ich werde nicht verfolgt. Dich habe ich nicht gesehen. Komm schon. Wir haben noch 10 Minuten. Ring des Lichts. Ach, das ist gar nicht so viel wert. Danke. So. Neun Minuten. Okay. Nö, nö, nö. Ich dachte, ich habe euch nicht gesehen. Den großen Siegestein erreicht und das Tor geschlossen. Die Schlacht von Bruma ist gewonnen. Jetzt muss ich den Siegestein Martin überreichen. Okay. I reached the great Seagull Stone and closed the gate. The battle of Bruma is won. Now to give the Seagull Stone to Martin. Also ich muss den Siegelstein Martin geben. Heute haben wir einen großen Sieg errungen. Wir haben nun die Möglichkeit, das... Aber wir müssen rasch handeln. Camoran wird nicht lange brauchen, bis er erkennt, in welcher Gefahr er... Denkt daran, das Portal wird sich hinter euch schließen. Nehmt also... Ich werde das Ritual bei eurer Ankunft in der großen Halle bereiten. Ja. Alles klar. Dann gehen wir nochmal hier hin und dann sage ich mal, ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst konstruktive Kritik da und